Frau Leukefeld, bei den Friedensgesprächen zu Syrien, die derzeit zwischen der syrischen Regierungsdelegation und oppositionellen Gruppen in Genf laufen, sind die beiden Parteien ja erstmals in einem Raum, sogar an einem Tisch zusammengekommen. Ist das denn der halbe Schritt hin zum Erfolg, von dem der UN-Verhandlungsführer Lakhdar Brahimi spricht? Also Brahimi hat gestern Abend auf einer Pressekonferenz gesagt, wir machen eigentlich eher halbe Schritte als ganze Schritte. Aber er hat es schon durchaus als positiv beschrieben, dass es nach anfänglichen Schwierigkeiten dann doch möglich war, sich am Samstag gleich zweimal am gleichen Tisch zu treffen. Am Vormittag war es eher zeremoniell, also er hat die beiden Gruppen davon unterrichtet, wie die ersten Gespräche laufen sollen. Und am Nachmittag wurde dann bei einer zweistündigen Sitzung tatsächlich ganz konkret über humanitäre Hilfe gesprochen. Und zwar soll für die Stadt Homs, also für die Altstadt in Homs, ein Waffenstillstand vereinbart werden und humanitäre Hilfe zugelassen werden. Das wird heute vor Ort, also in Homs und in Damaskus, besprochen werden. Und wenn man sich darauf einigen kann, dann wird möglicherweise ab Montag humanitäre Hilfe in die Altstadt von Homs geliefert werden können, wo sich ja noch bewaffnete Gruppen befinden. Aber zu der Gesprächssituation vielleicht noch so viel. Also die Gruppen sitzen in einem Raum, auch an einem Tisch, also an einem U-förmigen Verhandlungstisch, an dessen Kopfende Lakhdar Brahimi sitzt. Und sie sehen sich zwar an, aber sie sprechen, wenn sie sprechen, jeweils zum Verhandlungsführer Lakhdar Brahimi. Das heißt, sie sprechen sich nicht direkt an, sondern wenn jemand was sagt, spricht er also Lakhdar Brahimi an und Lakhdar Brahimi gibt dann diese Informationen an die andere Seite weiter. Frau Lockefeld, Sie sind ja vor Ort, Sie bekommen ja die Situation mit. Was ist denn Ihr Eindruck von der Atmosphäre, von der Verhandlungssituation? Welche Zwischenbilanz könnte man denn ziehen? Also ich würde schon es als positiv beschreiben, dass sowohl eine Delegation der Regierung als auch eine Delegation der Nationalen Koalition nun an einem Tisch sitzen. Es ist alles ganz stark unter Druck von Hunderten internationaler Medienvertreter, die hier präsent sind und die natürlich auch alle einer bestimmten Information oder Geschichte hinterherjagen. Also man kann das auch beobachten. Und Brahimi hat zum Beispiel gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass er beide Delegationen beraten hat, dahingehend, dass sie nicht so viel mit den Medien sprechen sollen, weil wirklich jeder Satz oder jeder Halbsatz, der also von einer Seite gesagt wird, wird also in den Medien aufgebaut und zu einer Geschichte gemacht. Und dadurch entsteht natürlich auch ein unglaublicher Druck auf die ganze Verhandlungssituation. Es ist also ein erster Schritt, ich finde es positiv. Die eigentlichen Verhandlungen, also es sind ja eigentlich eher Vorgespräche, wo man versucht sozusagen vertrauensbildende Maßnahmen herzustellen. Also gestern ging es, wie ich eben schon sagte, um die humanitäre Hilfe. Heute soll über das Thema Gefangene und entführte Personen gesprochen werden. Und wenn dann so bestimmte Gesten also erfolgt sind, dass die eine Seite humanitäre Hilfe liefert und die andere Seite Gefangene freilässt, dass man dann auch zu politischen Fragen kommen wird. Aber im letzten Gespräch mit Weltnetz TV hatten Sie erwähnt, dass nur ein Teil der Opposition in Montreux und in Genf überhaupt an einem Tisch sitzt, mit am Tisch sitzt. Über welche Gruppen reden wir denn hier und sind diese Verhandlungsführer überhaupt repräsentativ für, ja, das syrische Volk? Das sind sie auf gar keinen Fall. Also, wir haben es hier mit einer Gruppe von Personen zu tun, die der Nationalen Koalition für oppositionelle und revolutionäre Kräfte angehören. Diese Gruppe wurde vor 1,5 Jahren ungefähr in Katar gegründet, mit massiver Unterstützung in vielerlei Hinsicht politisch, finanziell,
von der Staatengruppe Freunde Syriens, die um die USA herum eine bestimmte oppositionelle Richtung unterstützt. Und diese nationale Koalition hat einzelne Personen in diese Delegation aufgenommen, die als Unabhängige gelten. Beispielsweise Michel Kilo, der ja auch verschiedene oppositionelle Gruppen mitgegründet hat, aber auch wieder verlassen hat. Jetzt ist er eigentlich eher als Einzelkämpfer in dieser Gruppe. Eine Frau ist dabei, Rim Flihan, die also den lokalen Koordinationskomitees angehört. Aber auch diese lokalen Koordinationskomitees sind außerordentlich zerstritten über die Frage, ob man nun mit dieser nationalen Koalition zusammenarbeiten soll oder nicht. Und Gruppen, die also tatsächlich in Syrien vor Ort präsent sind, wurden also von der Führung dieser nationalen Koalition richtiggehend isoliert und ausgegrenzt, sodass man sagen muss, also hier ist keineswegs der Wille des syrischen Volkes vertreten auf der Seite dieser als Oppositionsdelegation bezeichneten Gruppe, sondern es sind eher die Interessen der Staaten der Freunde Syriens. Genau auf diesen Punkt möchte ich zu sprechen kommen. Sie haben diese Gruppe der sogenannten Freunde Syriens erwähnt und es ist ja offensichtlich, dass westliche Staaten um die Vereinigten Staaten, um die USA und ihre Alliierten hier einen großen Einfluss auf diese Verhandlungen ausüben. Gleichzeitig wurde Iran, fast ein Nachbarstaat Syriens, nur durch einen kleinen Teil des Irak getrennt, wieder ausgeladen. Ist das nicht ein Hauptproblem dieser Verhandlungen oder dieser Vorverhandlungen, diese Einflussnahme von Staaten, die geopolitische, wenn man so will, imperialistische Interessen in Syrien verfolgen? Ja, das ist ein sehr großes Problem. Das habe ich, glaube ich, auch im Vorgespräch auch erwähnt, dass der Iran nicht hiermit beteiligt ist. Das ist natürlich geschehen auf Druck der USA und auf Druck von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien sieht sich in einem regionalen Machtkampf mit dem Iran. Und dieser Machtkampf hat sich vorher schon im Irak abgespielt. Er spielt sich im Libanon ab und jetzt halt auch in Syrien. Dass der Iran nicht mit vertreten ist, ist sicherlich ein schwerwiegender Fehler. Die Frage, ob das in Zukunft verändert werden wird, also ob auch andere oppositionelle Gruppen und ob auch der Iran an diesen Gesprächen beteiligt werden kann, dazu gibt es leider bisher noch keine Antwort von Seiten der Vereinten Nationen. Brahimi appelliert immer wieder an die USA und an die Vetomächte des Sicherheitsrates, einen positiven Einfluss auf diese Gespräche auszuüben und nicht immer zu blockieren. Man muss sagen, dass im Hintergrund dieser Gesprächssituation, die ich eben ja beschrieben habe, es noch sogenannte Steuerungsräume gibt, wenn man das mal so sagen will. Also aus der Entfernung, mit einer Art Fernbedienung, gibt es also auf der Seite der Delegation der Nationalen Koalition die USA und Großbritannien und Frankreich, die also so eine Art Beraterfunktion einnehmen, mit denen sich diese Vertreter der Koalition dann absprechen. Und auf der Seite der syrischen Regierungsdelegationen gibt es also einen Experten der russischen Regierung, die diese wiederum beraten. Also wir sehen, die eigentlichen Gespräche finden im Hintergrund statt, zwischen den Großmächten nach wie vor, zwischen den Vetomächten. Sie haben ihre Differenzen jetzt auf den Verhandlungstisch hier in Genf verschoben und man muss abwarten, ob sie sich da besser einigen können als vorher auf dem Schlachtfeld, wenn ich das mal so sagen darf, in Syrien. Also wir sehen, die Lage ist nicht nur in Genf, sondern natürlich vor allem in Syrien relativ unübersichtlich. Das betrifft natürlich auch die politischen und bewaffneten Akteure. Nun ist zuletzt auch von linker Seite quasi ein dritter Weg vorgeschlagen worden. Man könne ja die kurdischen Kräfte unterstützen, die weder zur Seite der Regierung von Präsident Assad
noch zu den Rebellen gehören, zu den irregulären Kräften. Ist das eine gangbare Option oder würde das nicht sogar die Teilung Syriens vorantreiben, eine Unterstützung dieser kurdischen Kräfte und damit im Endeffekt den Gegnern der Regierung in Damaskus in die Hände spielen? Ja, also ich denke, eine einseitige Unterstützung der kurdischen Seite, die also eine Autonomie oder vielleicht sogar auch Unabhängigkeit oder vielleicht auch im Zusammenhang mit den kurdischen Gebieten im Nordirak oder in der Türkei fordern würde, das hielte ich auf jeden Fall für einen sehr gefährlichen Weg, weil es mit Sicherheit dazu führen wird, dass das Land gespalten wird, dass Syrien gespalten wird. Das sehen wir im Irak, wo es ja kurdische Autonomieprovinzen gibt, die sich also bei jeder Gelegenheit versuchen abzugrenzen vom Rest des Landes. Dazu möchte ich sagen, dass die kurdische Seite, also der Hohe Kurdische Rat, ja eigentlich gar keine Abspaltung von Syrien fordert. Sie sind Teil des Nationalen Koordinationskomitees für demokratischen Wandel. Sie wollten hier in Genf als Delegation vertreten sein, was von den Freunden Syriens verhindert worden ist. Und sie haben mehr als einmal deutlich gemacht, dass sie eine demokratische Veränderung innerhalb Syriens anstreben. Dazu gehören sicherlich auch kulturelle und politische Rechte für die Kurden innerhalb Syriens, aber sie wollen gar nicht unbedingt eine Abspaltung oder eine Sonderbehandlung vom Rest der Bevölkerung in Syrien. Ich denke, in dieser Position sollten die Kurden politisch auch unterstützt werden, auf jeden Fall. Aber jede Teilunterstützung, sei es nun im Sinne von humanitärer Hilfe oder im Aufbaubereich, oder was politische Anerkennung möglicherweise bedeuten würde, das würde dazu führen, dass Syrien gespalten wird. Frau Leukefeld, ich danke Ihnen für die Einschätzung aus Genf. Viele Grüße. Dankeschön, auf Wiederhören.